Was geht ab, meine Freunde? Welcome back. Ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt. Wir sind ja alle Bronies untereinander, wenn wir uns ehrlich sind. Na, sind wir alle Bronies. Wir schauen heute das Internet versus My Little Pony Fans. Und ich sehe hier schon den Drachenlord. Na, Ace TV haben wir gerade eben schon geschaut. Mal schauen, ob ich es hochlade. Sehr, sehr starker Kanal. Sehr, sehr gute Aufmachung. Verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Let's go. Ah, jetzt höre ich nichts. Halt! Seid ihr Bürger von Einlauf? Lasst diesen Mann vorbei. Er ist der Broni-Jäger. Hm. Er macht schon. Ich habe das Gefühl, ich bin die einzige Person auf der Welt, die nicht Skyrim gespielt hat. Ich wollte es mir immer holen, aber hab's nicht. Dass ich alle Bronis vernichten soll, denn Bronis sind ganz schön schmutzig. Das ist ein Brony. Er, das Internet. Und das Internet hasst Bronies. Aber warum eigentlich? Die sind doch süß. Oh, wie knuffig du bist. Oktober 2010. Ein ganz normaler Tag auf dem Imageboard 4chan. Du riechst. Selber riechst. Ich hab das auch manchmal so, dass ich so da sitze, wenn ich ein Video schneide und ich animiere gerade irgendeinen kompletten Blödsinn. Und dann habe ich so diese Realization, so, yo, ich lebe davon. So, früher bin ich arbeiten gegangen und jetzt mache ich den Blödsinn. Ist das ein Upgrade oder nicht? Ich weiß es nicht. Alles war wie immer, bis um 18 Uhr ein Bild von den Hauptcharakteren der brandneuen My Little Pony Serie gepostet wird. Die ersten User geben ihre Meinung dazu ab. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich mag die Animationen. Welches Pony würdet ihr nehmen? Der Großteil macht sich zwar nur darüber lustig, aber es werden immer mehr. Mehr Leute, die die Serie gut finden. Unironisch. Erwachsene Männer outen sich als My Little Pony Fans. Das ist eines der Plüschis, die ich habe. Oh mein Gott. ich habe nie My Little Pony geschaut oder so. Ich dachte früher, das ist immer nur so, ja, keine Ahnung, das sind nur so Figuren, oder? Also wie so Littlest Pet Shop oder so, keine Ahnung. Memes werden erstellt. Jemand benutzt zum ersten Mal den Begriff Pony Bro, worauf ein anonymer User antwortet. Pony Bro? More like Brony. Die Bronies waren geboren. Einfach der Erfinder. Ursprünglich war die Serie für kleine Mädchen gedacht. Falsch gedacht. Die Serie gehört uns. Auch der Merchandise war für kleine Mädchen gedacht. Falsch gedacht. Der Merch gehört uns. Die Erwachsenen haben den Swiper gemacht und den kleinen Kindern die Serie geklaut. Aber was das ist es Virus an My Little Pony? Warum ist es dann nicht so bei Dora oder bei, keine Ahnung, Lazytown oder so? Wobei Lazytown auch sehr sick. Weitet sich aus. Aus einer kleinen 4chan-Subkultur wurde eine riesige. Yo, Kurtix88, danke dir für die 5 verschenkten Subs. Diese komplett geisteskrank. Vielen lieben Dank, Community. Kurtix. Der Entwickler von Minecraft, Notch, outet sich als Brony. Ja, fix, ich kann mich erinnern. I watch My Little Pony. You're a Brony. Yep. Oh my God. Laut Gerüchten sind sogar Bill Clinton, Lady Gaga und John Cena Bronies. Dieser Mann hat ein Flugzeug geklaut. Und es in ein Maisfeld gecrashed? Initiativwürdiger! Nein! Oh shit, here we go again. Das alles, während er ein 20% cooler Rainbow Dash My Little Pony T-Shirt anhatte. Ja. Hey, hier ist Applejack auf dem Podium im Pentagon. Ein Brony hat bei einem Amoklauf 8 Leute getötet. Jemand hat Ponys auf eine Platine gedruckt. Jene Platine wurde angeblich in der internationalen Raumstation verbaut. Ihr habt keinen Bock auf Ponys? Pech gehabt. Sie sind überall. Sogar im Weltraum. Weit und breit nur Ponys. Aber die Aufmachung so, das erinnert schon an Jules, ne? Also ich finde das Video bis jetzt, also ich finde es sau gut gemacht. Ich finde es wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht und da steckt sicher mega viel Arbeit drin. Manches könnte ein bisschen schneller sein, aber das ist Meckern auf höchstem Niveau. Du kannst es genauso lassen, so, das ist kein Ding und so. Das Internet war sauer. Es reicht. Wir werden alle Bronies vernichten. 4chan hat sich dazu. Vielleicht bin ich einfach nur blöd. Immer wenn ich offline bin, wenn ich nicht im Stream bin, dann habe ich gleich mal Wiedergabegeschwindigkeit 2.
Weil dann denke ich mir, boah, da spare ich mir so viel Zeit. Du entschieden, jegliches Pony-Posting auf der Plattform zu bannen. Was natürlich nicht viel gebracht hat. Bronies wurden auf anderen Plattformen kreativ, zum Beispiel auf YouTube. Hier gibt es jede Menge My Little Pony Animationen. What the fuck is this piece of shit? Einige davon ziemlich brutal. YouTube dachte sich so, bunte, süße Ponys. Wir stufen die Videos als gemacht für Kinder ein. Oh, yeah. Was geht jetzt ab? Psychiatrische Einrichtungen sind überfüllt. Wie konnte das nur passieren? Ja, das, was auf YouTube Kids abgeht, ist ja sowieso komplett crazy. Also die Leute, die laden den größten Blödsinn hoch. Es sieht lieb aus, aber wenn du halt dann drüber nachdenkst, was sie da machen, das ist... Bruder. Leute wurden auch auf andere Weise kreativ. David hatte eine brillante Idee. Man nehme ein Pony-Plüschtier, drehte es um, schneide mit höchster Präzision ein Loch hinein, nimmt etwas von dem Plüsch heraus und es kann losgehen. Aber lasst euch auf keinen Fall. Oder wenn du sowas machst, dann wünsche ich dir wirklich nur das Beste für deine Zukunft. Von eurer Mutter erwischen. Okay, ich bin ready. Was machst du denn, David? Warum machst du das? Warum? Warum? Schätzt du deine rein? Mensch, da unten sind deine Geschwister. Gott liebt dich über alles, aber das geht so nicht. Rast es hier so aus wegen dem Plüschtier? Du schämst dich nicht mal dafür. Ah, das ist ein echter Clip, ne? Das sagt mir jetzt was. Der Sound. Wieso bist du zum Tier geworden? Warum? Es gab einige Leute, die kranke Dinge mit Plüschtieren gemacht haben. Oh mein Gott, was war das gerade? Hey, keinen Bock selber rumzuschnibbeln? Nicht sehr begabt im Bastel? Ich hoffe, das war Schokolade oder irgendein Scheiß. Dann kauft ihr einfach ein gutes Gebrauchtes auf eBay. Artikelzustand wie neu. Es gab sogar ein Unternehmen, das die Dinger produziert hat. Wunderbar. Der Ruf der Bronies wurde noch schlechter. Es wurde behauptet, Bronies sind Pedos. Bronies sind eine Gefahr. Bronies sind pervers. Bronies waschen sich nicht. Sogar Tara Strong, die Synchronsprecherin von Twilight Sparkle, hat getweetet, ich liebe meine Fans, aber wenn ihr eine Umarmung wollt, dann denkt bitte daran, euch mindestens eine Woche davor die Zähne zu putzen. Bronies waren am Boden zerstört. Nicht wegen den Aussagen von Tara. Es gab einen anderen Grund. Waifus. Weibliche Charaktere, die man attraktiv findet und sogar heiratet. Dora, ja genau. Es gibt solche Trends, die verstehe ich einfach gar nicht. So klar, es ist jetzt nicht alles so, ich muss jetzt nicht alles irgendwie mitmachen oder sonst was, aber halt so generell so den ganzen Japan, diese ganze Japan-Obsession und so, die verstehe ich nicht. Ich finde es ja cool, wenn das ist ja auch extrem weit verbreitet und so, ne? Also ich sehe da ja jetzt auch kein Problem damit. Also in die Richtung wird es vielleicht eher problematisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich verstehe nicht ganz so den Reiz dahinter. Heiraten wird. Aber ja, macht, was ihr wollt. Lebt euer Leben, aber lebt euer Leben ohne den Teil hier. Ja, den kann man auslassen. Einige Bronies haben Twilight Sparkle zu ihrer Waifu außer... Dora auch sehr underrated Serie. Torin. Doch, es gab ein Problem. Flash Sentry. Er hat sich Twilight Sparkle gekrallt und sie zu seiner Waifu gemacht. Bronies waren sauer. Wer ist das? Flash Sentry hat ihre Waifu geklaut. In der Community ist er auch unter dem Namen der Waifu-Stealer bekannt und er ist der meistgehasste My Little Pony-Character. Damn. Aber alles halb so wild, denn die BronyCon steht vor der Tür. Hello there. Der eine Tag im Jahr, wo Bronies ihren Keller verlassen. Schnell, holt euren Merchandise raus. Noch einmal kurz in die Dusche. Deo muss reichen. Noch etwas Sonnencreme auf den Nacken. Ja, Bruder, diese Kostüme, die kosten ja auch endlos viel, ne? Also kann ich mir, also gehe ich jetzt mal davon aus. Bei uns gibt's halt sowas, das nennt sich Perchtenlauf. Und da musst, oder da musst du. Und da haben halt Leute solche Anzüge an von so. Wie heißt denn dieser, ja, so Krampus-ähnliche Dinger, ne? Und die kosten so unglaublich viel Geld. Ich hatte mal einen in der Klasse, der hat sich sowas gekauft, der hat weitaus mehr als 1000 Euro ausgegeben für einen so ein Outfit. Ne?
Die Nasenspitze nicht vergessen? Perchtenlauf heißt das. Das ist ganz weird. Das sind so, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll, ohne dass es weird anhört. Das sind Monster, ja? Du verkleidest dich als Monster und schlägst kleine Kinder oder so? Oder ist das jetzt falsch? Ich weiß gar nicht. Aber ich denke schon. Und es kann losgehen. Ist eine nice Sache, ist eine nice Tradition bei uns. Wird bestimmt eine Menge Spaß machen. Holy shit, wo bin ich hier? Ich massiere aus. I really, really, really love cupcakes. Do you also love getting diabetes? Was passiert hier auf einmal? Die Bronies versammeln sich. Aber warum? Hier seht ihr, DJ, ich bin gerade aus dem Knast ausgebrochen. Und seinen Kumpel, Depressed Boy, 33. Die beiden sind gerade dabei, die heftigste Party zu schmeißen, die Menschheit jemals erlebt hat. Den Move habe ich auch noch nicht gesehen, wenn du das Licht einfach nimmst und in die Crowd hältst. Depressed Boy, 33, ist ready. Seid ihr es auch? Okay. Was geht denn da ab? Was ist da los? Die Bronycon war ein voller Erfolg. Ja, er wurde, by the way, nie wieder gesehen. Laut Gerüchten hat er sich nach Narnia teleportiert. Dort soll er sich wohl in ein Zentaurenpony verwandelt haben. Das war schon immer sein Traum. Okay. Danke dir, Tanja, für den Sub. Was sehen meine alten Augen da? Ist das etwa ein Tunnel? Ja, und am Ende scheint Licht zu sein. Oh mein Gott, heute ist der große Tag. Seit 9 Jahren warten wir schon darauf. Die allerletzte My Little Pony Folge wird ausgestrahlt. Das lange Warten hat sich gelohnt. Es ist ein für alle Mal vorbei. Nie wieder Bronies. Dummkopf. Natürlich gibt es immer noch Bronies. Das meine ich doch, das muss doch... Wo kriegst du sowas her, so ein Outfit? Und sie werden auch noch immer gehasst. Wir hassen euch! Hier seht ihr Bronies auf der r/place Leinwand. Soweit, alles friedlich. Oh yeah. Bis ein riesiger Meteor kommt und sie auslöscht. Haha! Ja. Nice. 10 Jahre liegt der große My Little Pony Hype nun zurück. Und das Internet versucht immer noch, mit vereinten Kräften, die Bronies... Yo! Tanja, vielen, vielen Dank für 10 verschenkte Subs. What the fuck? Junge, okay. Alle mal, Tanja ist gleich Ehre in den Chat. Vielen lieben Dank. Wirklich. Bronies zu besiegen. One more thing, Eugene, give me that. If I ever find one of these lying around again, I swear to God, I will stop being so polite. Get the out of my sight before I demolish you. Starkes Video. Sehr, sehr geil. Ich bin auf jeden Fall auch auf der BronyCon 2023, falls die überhaupt noch gibt. Na? Und ansonsten sehen wir uns beim Perchtenlauf und ich werde euch schlagen. Aber nur, wenn ihr Kinder seid.